cool. Fernkampfbogen. Ja, 4 Punkte in Ausdauer, 1 Punkt in Charisma. Das bringt uns dann wieder auf die grüne Linie. Jetzt können wir auch den Bogen hier benutzen. Und mal anfangen, gehen uns umzusehen. Okay, wir gehen jetzt nicht gleich in Kita-Lager. Also, wie es aussieht, ist da hinten Aria. Da ist Aria und ein größeres Lager von denen. Hier wäre auch Mond. Also hier wären Aria und Mondsilber auf jeden Fall. Und ja, der wachende, der lebende Wald ist ein ziemlich großes Gebiet eigentlich. Und ich muss zugeben, das letzte Mal, als ich diesen Wald gemacht habe, habe ich ihn solo gemacht. Sprich, ich habe meinen Helden genommen, also meinen Avatar, und habe jedes Kita-Lager alleine geklärt. Da hatte ich allerdings halt, ja, ein Schild. Das ist eigentlich der einzige große Unterschied, den ich jetzt gerade so habe. Also hier können wir auch nicht weiter, da würden wir direkt ins Lager latschen. Und ja, ich weiß noch aus Erinnerung, dass hier oben ein Monument ist. Ich weiß noch nicht mehr, wo die ganzen Kita-Lager überall waren. Da ist auf jeden Fall das Portal nach Shavo, das nächste Gebiet. Wie man jedoch sehen kann, lassen die Eisernen da keine Sau rein. Oh, hier wäre Eisen. Da ist noch ein Lager. Der Kitan, größeres. Da ist auch noch mal eins.
Gut, das heißt, wenn wir nach Süden wollen, müssen wir hier leider abbiegen. Aber ja, die Lager sehen relativ normal aus. Das Spiel ist auch nicht nochmal abgestürzt, worüber ich sehr dankbar bin. Und ja, scheinbar laut dem Steam-Beitrag von dem netten Fan-Modder, der das Skript geschrieben hat, was die Spawn-Punkte hier fixt. Also für diejenigen, die das Spiel auch spielen wollen, und einen Fix brauchen, sucht einfach nach in der Steam-Community nach Living Forest. Das ist dann einfach nur eine Skriptdatei, die ihr runterladen müsst. Oder ein Skript-Ordner, besser gesagt, den ihr runterladen müsst. Und in den Spellforce-Ordner kopieren müsst. Da gibt es sogar schon einen Ordner für Skripte. Also wahrscheinlich wirklich für Modding-Skripte. Wo auch ein Skript sogar drin lag, bei mir jedenfalls. Und ja, der Download umfasst 3 weitere Skripte. Oh, und die Eisernen haben hier auch sogar Nexus-Gebäude. Die Eisernen selber hier dürften allerdings nicht so stark sein, nein. Normale Stärke. Ja, ein ganzes Level fehlt uns halt noch. Ja, wenn man sich ansieht, die Eisernen haben da ein verdammt riesiges, eine riesige Festung eigentlich errichtet. Da hat das Questlog nicht übertrieben. Gut, und auch da haben die Eisernen ein kleines Lager aufgeschlagen. Betznor. Oder Wesnor oder wie auch immer heißt, hat da oben sein Lager aufgeschlagen mit ein paar seiner Jungs. Hier den anderen Lagern sehe ich bis jetzt keinen besonderen Anführer. Oh, und noch ein eisernen Lager. Leeres Eisernenlager, nur 3 Nexus und ein schwarzer Turm. Böse Teile, ey. One-Hit-Bestien.
Okay, wir haben drei Lager der Eisernen ausgemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kita-Lager. Und ja, mal sehen, ob ich es diesmal besser hinkriege. Das letzte Mal, also, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, warum ich es dann solo gemacht habe, war, dass ich überrannt wurde. Ich habe es irgendwann nicht mehr geschafft, mich gegen die Kita zu behaupten. Wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil ich mit den Defense-Gebäuden gegeizt habe. So, okay, wir haben genug aufgedeckt. Wie man sehen kann, gibt es auf der gesamten Map auch nur einen einzigen Seenfelsen. Tag Bluteiche. Blutesche. Ich glaube, im Englischen heißt sie wirklich Blood Oak. Also Bluteiche. Nicht Esche. Okay, die beiden Lager sind klein und haben wenig Kita. Und ich muss sowieso durch die beiden Lager durch, wenn ich ans Monument möchte. Von daher verständlich, dass wir erstmal die zwei Kita ausschalten. Das nenne ich mal Schaden, der rumkommt. Standhalten, Männer! Du bist tot. Dann noch der zweite, dann ihre Gebäude. Wir werden angegriffen! Rolle für Ork-Arbeiter. Nehme ich gerne. Und ja, man merkt auch, wir sind mit unserer Nahkampfwaffe verdammt viel schneller geworden, damit Gebäude einzureißen. Mal gucken, was wir dem nächsten Dorf finden.
So. Der ist weg, der Spawner.